Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute mal zeigen, wenn ihr jetzt ein Bild umgewandelt habt und ihr seht dann diese Flecken, die jetzt folgen und ihr einfach nicht wisst, warum zum Teufel ist das in der Vorschau einfach schön erkennbar und hinterher auf meinem Gran Turismo-Programm einfach nur Rotze. Okay, los geht's. Ja, wer also folgende Problematik bei Gran Turismo Sport kennt und daran verzweifelt ist, dem möchte ich jetzt mal zeigen, wie ich das Problem gelöst habe. Wir haben ja ganz normal als erstes auf Inkscape versucht, die Datei in eine Vektorgrafik umzuwandeln. Es ging um dieses Logo. Ja, es wollte jemand von den Gran Turismo Virtual Painters von der Facebook-Gruppe hat mich gebeten, dieses Logo als Aufkleber zu kreieren für Gran Turismo Sport. So, jetzt haben wir Folgendes gemacht. Ihr klickt das ganz normal an. Pfad, Bitmap nachzeichnen. Ich habe es auf Farbe eingestellt. Fünf Farben. Hintergrund weg. So in der Live-Vorschau seht ihr, es sieht sehr gut aus. So, schieben wir das Kopierte zur Seite. Das Originale entfernen. Ja, und dann in gewohnter Manier wurde das halt abgespeichert. Es waren insgesamt vier Schichten. Ich mache das mal eben. So, jetzt habe ich alle vier Schichten gespeichert. Jetzt gucken wir uns die Dateien mal in dem Ordner an. So, da erkennt ihr halt, man darf ja bei Gran Turismo nur 50 Kilobyte haben, dass auf jeden Fall alle drei Dateien zu groß sind. So, jetzt gibt es ja Programme, die eine Vektorgrafik reduzieren. Es gibt wohl Dinge, die da drin sind, die unnötig sind. So ganz fit bin ich da in dieser Materie auch nicht. Das ist schon wirklich sehr ausgeklügelt, wie so eine Vektorgrafik funktioniert. Das ist nicht einfach nur ein JPEG-Bild. Ihr könnt auch nicht einfach dieses Bild mit weniger Auflösung abspeichern. Es bleibt trotzdem so groß, wenn es als Bitmap nachgezeichnet wird und dann als Vektorgrafik abgespeichert wird. Ich zeige euch das mal kurz bei einem Programm, was es online gibt. Ihr öffnet die besagte zu große Datei. Nehmen wir mal die schwarze, die ist sehr groß. Wenn ihr euch das jetzt mal im Originalen anguckt, wie eine Vektorgrafik überhaupt aufgebaut ist, werdet ihr sehen, dass eine Vektorgrafik eigentlich aus Zahlen und Textzeilen besteht, die dieses Programm durch dieses Reduzieren einfach herauslöscht. So, also ich verstehe gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Man kann wohl von Hand auch irgendwelche Zeilen löschen, wenn man da Ahnung von hat. Die habe ich leider nicht. Jetzt hat man bei SVG, OMG einige Möglichkeiten, was man da wegreduziert. Aber ehrlich gesagt, wenn ihr da rumprobiert, habt ihr bestimmt 1000 Versuche und ihr müsst jedes Mal die Datei hochladen, jedes Mal gucken, wie ist es bei Gran Turismo angekommen. Es ist einfach ein Fehler beim Reduzieren der Datei.
die leider auch nur 15 Kilobyte groß sein darf. Warum auch immer. Das spielt ja in diesem Fall jetzt oder in diesem Moment spielt das jetzt keine Rolle, ob wir uns darüber aufregen können oder müssen, wie groß die Datei sein darf. Es ist Nummer 15 die Grenze. Ich kann hier reduzieren. Lade die Chose runter. So, jetzt sehe ich, er hat das runter reduziert auf 6 Kilobyte. Jetzt gibt es aber noch ein anderes Programm. Das heißt SVG minify.com. Da ist das wohl optimaler irgendwie gehandhabt, weil hier werden die Dateien nur so weit reduziert, dass sie bei Gran Turismo zu 99% auch verwendbar sind. Das Problem ist einfach, wenn wir die gleiche Datei nehmen, starten, dann sehen wir, dass die Originalversion 27,7 Kilobyte hatte und wird minimiert auf 22,6. Immer noch viel zu groß. Also wir kriegen die Datei einfach nicht verkleinert. Wenn wir uns das Bild nochmal angucken, ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass da so viele Infos drin sind. Texte, Logos, hier irgendwelche Farbunterschiede zu dem Text und so weiter und so fort. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, dieses Bild auszutricksen. Also ich habe es auf zweierlei Methoden probiert. Ich habe das Bild einfach zerschnitten und habe dann die Teile hochgeladen, sprich den unteren Teil halbiert und den oberen Teil dann separat hochgeladen. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Es passte dann vom Volumen, nur ihr habt dann eine Puzzelei auf dem Auto, das ist zum Wahnsinnig werden. Ich habe mir eine bessere Methode ausgedacht, wie ich dieses Bild hochladbar mache, indem ich es ein wenig austrickse. Das Programm ist auch kostenlos, Paint.net. Und wie gesagt, ihr müsst das Bild dann stückeln. Aber anders stückeln als halbieren. Ihr macht einfach jetzt diese Vorlage ohne den ganzen Text. Speichert das ab als JPEG. Dann nehmt ihr die Schrift separat und das Enkel-Logo dann auch nochmal separat. Und müsst das dann bei Inkscape wieder ganz normal nachzeichnen lassen und dann ladet ihr die vier Teile hoch und müsst euch das dann zusammenpuzzeln auf dem Auto. Ist einfacher, als wenn man das Bild halbiert und dann hat man ja 8 Stücke. Aber dadurch, dass nicht so viele Informationen auf dem jeweiligen Teil sind, sind die Dateien dann auch kleiner. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ich das Ganze gemacht habe. Ja, als erstes schneidet ihr die Texte aus. Scherensymbol ausschneiden, neu, dann hat er automatisch die Größe, die ihr ausgeschnitten habt. Klickt es an, Ctrl V, ist der Text schon mal da. So, als nächstes den unteren Text ausschneiden. Neu, V. Sauber aus, aber ist nicht schlimm. Darum geht es gar nicht. So, jetzt schneiden wir noch das Logo aus. Mein Touchpad ein bisschen zu kurz. V. Jetzt müssen wir uns das Bild nochmal hochladen. So, und das malen wir uns hier so ein bisschen aus. Füllen.
Acrylfarbe schwarz. Obwohl, man kann es auch einfach ausmalen. Ein bisschen größer. Dann macht er das schon mal hier schwarz. Ja, ist zugegebenermaßen Fummelei, aber leider nicht anders möglich. Alles, was viel Text in einem Bild noch hat, wird natürlich in der Vektorgrafik als Zahlencode hinterlegt, irgendwelche Zeilen und so weiter. Und wenn man da beim Reduzieren das Falsche wegreduziert hat, erkennt das halt Gran Turismo nicht und malt dann diesen Farbklecks, wie ihr am Anfang gesehen habt, aus. Und irgendwie ist das alles Rotze, leider Gottes. So, jetzt hätten wir den fertig. Mal kurz die Texte angucken. Brauchen den Zauberstab. Drückt der Funktion und entfernen. Gleich machen wir mit dem Grün. Mal Funktion und entfernen, dann ist die ganze schöne grüne Farbe weg. Enke machen wir auch weg, das Weiß. Später bei Gran Turismo mit einem weißen Hintergrund arbeiten werden, sparen wir uns hier auch Infos. Wobei, das ist jetzt eigentlich auch, glaube ich, unwichtig gewesen, weil Inkscape das eh nachzeichnen wird und dann kann man den Hintergrund auch weglassen. Aber ich sag mal, sicher ist sicher. Wir machen es mal so, wie es ist. Gut, das hätten wir schon mal. Jetzt gehe ich mal zurück zu Inkscape und zeige euch, wie ich das jetzt in eine Vektorgrafik umwandle. Ja, wieder ganz normal. Datei öffnen, anwählen, Pfad, Bitmap nachzeichnen. So, jetzt brauchen wir auch nicht so viele Farben. Hintergrund weg, Farbe, zwei Farben, beziehungsweise drei. Der rechnet die Hintergrundfarbe auch noch immer mit. Okay. Hoffe, dass das jetzt das Originale war. So, und dann speichert ihr grün ab und ihr speichert schwarz ab. Das gleiche jetzt mit der Schrift. Das Schöne ist, die Schrift sieht jetzt als JPEG. Dadurch, dass wir das Weiße weggerendert haben, sieht es natürlich grottenschlecht aus. Ist aber kein Problem, wir zeichnen das alles nochmal nach. Farbe, Hintergrund weg, Live-Vorschau. So, das Nachgezeichnete sieht jetzt tico-taco aus. Eine schöne, schöne Vektorgrafik. Abspeichern und zum nächsten Bild. Hier ist das Gleiche, es sieht nicht wirklich schön aus. Nachzeichnen. Wir hätten auch Schwarz-Weiß nehmen können, aber ich nehme trotzdem Farbe. Sehr schöne Vektorgrafik wieder hier einsetzen und fertig abspeichern. So. So, dann speichert ihr die beiden Teile auch noch ab und fertig ist die ganze Geschichte. Ja, ich zeige euch jetzt noch kurz, wie ich das Logo aufs Fahrzeug anbringe.
wenn euch das noch interessiert. Ist natürlich ein bisschen Spielerei, aber gestaltet sich nicht ganz so schwierig. Ich zeige euch auch mal die Vorlage, die ich hatte, wo ich das halbiert habe. Aber ich sag mal, man könnte es auch so machen, dass man das Bild an sich halbiert, aber dann habt ihr hier, weil Gelb und Schwarz, Rot und so weiter dabei ist, habt ihr hiervon schon mal 4 Schichten, bei dem nächsten auch nochmal 4, dann habt ihr 8 Schichten, die ihr noch sauber zusammensetzen müsst. Ich finde, die andere Methode ist besser. Ein bisschen über Umwege, ein bisschen mit Spielerei und Kreativität. Aber man kommt einfach ans Ziel. So, ich zeige euch jetzt aber, wie man es aufs Auto anbringt. So, dann möchte ich euch mal zeigen, wie man das jetzt in dem Lackierungseditor umsetzt. Gut, jetzt geht ihr auf Aufkleber. Karosserie, Schicht hinzufügen, links. Aufkleber auswählen, Benutzeraufkleber. So, da sieht man noch mal diese ganzen Drecksflecken. Ich fange mit dem Grün an. Suche mir eine schöne Position aus. Ihr wisst ja sicherlich, wie man zoomt. Schön ranzoomen. Jetzt würde ich eigentlich, wenn ihr es auf beiden Seiten habt, Schichtsteuerung duplizieren auf andere Seite. Man muss direkt auf der anderen Seite. Okay. Schicht beenden. Schicht hinzufügen. Links. Auswählen. Aufkleber. Den schwarzen Balken. Ich zoome mal noch ein bisschen ran, weil ich bin sehr kurzsichtig. Dann ist einfach angenehmer. Ja, ist natürlich eine Fuckelei, aber das ist bei allen Aufklebern so. Man kann das leider nicht irgendwie hochladen als einzelnes Bild und dann sich hier austoben, wäre auch viel zu einfach gewesen. Diese Vektorgrafik, ich hatte es in meinem alten Video schon mal erwähnt, ist halt der Vorteil, oder die Vektorgrafik hat den Vorteil, dass man eine sehr gute Qualität hat, egal wie sehr man es auch heranzoomt. Das ist dann für die Replays auch wichtig und für die Scape-Fotos, die man machen kann mit seinen schönen Aufklebern. Jetzt machen wir direkt auf die andere Seite. Okay, Schicht bearbeiten, beenden. Neue Schicht hinzufügen. Der sitzt ganz gut. Duplizieren auf die andere Seite. Jetzt ist er leider genau auf der falschen Seite gelandet. Man muss ihn jetzt noch drehen. Aber jetzt nicht so das Problem. Andere Seite. So, jetzt kommen nur noch die beiden. Man glaubt es kaum, es passt. Ich finde, das sieht schon gar nicht schlecht aus. Man könnte, weil man ja jetzt keinen Hintergrund hat, noch einen weißen Hintergrund, also so einen weißen Hintergrund einbauen. Jetzt müsst ihr mit Dreieck, könnt ihr dann auswählen, Schicht verschieben. Und ihr müsst
unter die kompletten Aufkleber natürlich euch einordnen. Ja, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich muss mich auch an dieser Stelle noch bedanken bei den Gran Turismo Virtual Painters. Das ist die Facebook-Gruppe, die sich um Lackierungen kümmern, beziehungsweise Lackierungswettbewerbe machen und immer neue Designs vorstellen und sich da sehr gut auskennen mit Lackierungen, mit Aufkleberdesigns und so weiter, die mir an dieser Stelle auch geholfen haben, auf die Sprünge zu kommen, wie ich dieses Ganze kreieren kann. Als kleine Gegenleistung habe ich dieses Video halt erstellt, für alle, die dann auch mal in naher Zukunft Probleme damit haben und die sich total nervig mit ihren Klecksen da befassen. Ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugeguckt habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen mit eurer Problematik. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Und über konstruktive Kritik freue ich mich auch immer sehr. Und vielmehr freue ich mich natürlich, wenn ich neue Abonnenten dazu gewinne. Bleibt am Ball, schaltet immer wieder ein. Und ich versuche mich weiter zu bemühen, interessant zu bleiben. Bleibt gesund, bis dahin. Ciao, ciao. So, meine lieben Freunde, das war's mal wieder für heute. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst den Daumen hoch nicht. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten freue ich mich über jeden Kommentar und hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf Rocket Channel. Bis bald.